Vor der Abreise ins Trainingslager in Österreich bestritt die TSG 1899 Hoffenheim am 20. Juli ihr viertes Vorbereitungsspiel beim VfB Rauenberg. Der VfB hatte anlässlich des 90. Vereinsjubiläums die Bundesligamannschaft zum Testspiel in die Winzergemeinde geladen. Für die Elf des VfB war es das Ereignis des Jahres, gegen den Bundesligisten anzutreten. Rauenberg konnte in diesem Spiel keinen Meter gut machen und verlor bei lediglich einer Torchance mit 26:0 Toren. Hoffenheims Trainer Ralf Rangnick zeigte sich nach dem Spiel mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden und geht optimistisch in die neue Bundesliga-Saison. Lokalmatador sprach mit dem zweiten Vorsitzenden des VfB Rauenberg, Holger Weber.